Hallo und herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiele durchgespielt. Galaxy Defenders, mein Name ist Nils. Ich möchte es nicht vergessen, auch Gremlin Project und Ares Games sind die beiden Publisher hier. Nur, dass ihr es mal gehört und gesehen habt. So, also, was sind meine finalen Gedanken zu Galaxy Defenders? Erstmal natürlich zu erwähnen die Figuren. Oh, jetzt habe ich ein paar schon hingelegt. Die Farben kann man drüber streiten, die Qualität kann man nicht drüber streiten, die ist einfach gut. Da kann man überhaupt nicht dran rummäkeln, die ist wirklich gut. Es gibt einen Mini-Kritikpunkt dabei, diese sind etwas schwer ausbalanciert. Wenn der Fuß nicht ganz gerade ist, dann fallen die relativ leicht um, aber hey, Schwamm drüber. Gucken wir uns mal den Rest an. Die Würfel, D10. Wirklich, wie man so schön sagt, customized, also wirklich dafür gemacht, toller Druck. Auch, dass die Farbe so rot meliert ist oder so Marble ist, richtig schön. Oder auch das Grün, sehr gut. Die Dicke der Pappe, des Cardboards auch, wirklich gut. Die Variation, die man hat in diesen ganzen Dingern hier, toll. Die Karten haben eine gute Qualität. Diese Helferdinger, das ist das Einzige, was wirklich wabbelig ist. Aber Schwamm drüber, das ist eine Sache. Dadurch, dass es 6 dieser Boards gibt, beidseitig bedruckt, auch wirklich genug drin. Also über das Material kann man nicht mehr als sehr gut sprechen. Es ist einfach sehr gut. Da gibt es nichts zu machen. Auch das Spiel selber, wirklich toll. Es ist ein toller Alien Dungeon Crawler mit viel Abwechslung, macht Spaß, die Missionen toll durchdacht, auch die Mission selber, dass man immer weiter spielt, dass seine Leute aufsteigen und nicht nur kurzzeitig aufsteigen, sondern von Gold zu Silber zu Platin und wie die ganzen Farben da heißen, die ganzen Metalle. Das ist auch wirklich schön gemacht. Ich zeige euch das mal hier. Also man startet mit Kupfer, dann Bronze, dann Silber, dann Gold, dann Palladium und dann Platin. Also da gibt es auch eine Menge, wirklich eine Menge zu machen. Die ganzen Waffen, die man verbessern kann, die ganzen Devices, dann nachher die Alien Technology, die man kriegt. Also wirklich, da sind Stunden um Stunden um Stunden viel Spielspaß drin. Und dadurch, dass man so hochwertige Komponenten hat, kann man eigentlich kaum, wirklich eigentlich nichts Negatives an diesem Spiel finden. Das Einzige, was ich, das ist aber eine persönliche Sache, die kann jeder selber empfinden, wie er will. Diese Regel hier hat mit immerhin 39 Seiten, nun ist das hier auch eine Kickstarter-Danke-Seite mit nur Namen drauf, aber mit immerhin 37 Seiten, vielen farbigen Bildern, keine Frage, aber auch viel Text, wie man sieht, doch einen recht großen Umfang. Mich persönlich schreckt das immer ab, wenn ich dieses Buch habe und das noch dickere Storybook. Das hat, glaube ich, 55 Seiten, wenn ich das richtig weiß. Gucken wir. 55 Seiten. Da muss ich sagen, wow, fast 100 Seiten Text, fast 100 Seiten Regel. Hui, das schreckt mich immer etwas ab. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel ist so elegant, so toll gespielt und so toll designt, dass ich persönlich nur sagen kann, sucht ihr einen Dungeon Crawler im Weltall, dann ist Galaxy Defenders genau das, was ihr sucht. Wirklich exakt genau das. Ich weiß, ich habe in den letzten Wochen relativ viele Dungeon Crawler durchgespielt und es kommen aktuell sehr, sehr viele dieser Miniaturen und Dungeon Crawler auf den Markt. Ich habe auch noch ein weiteres mit Fantasy hier aus dem Hause Cool Minute. Also da könnt ihr euch schon mal überlegen, was das wohl sein könnte. Also ich habe hier auch tonnenweise davon, aber die meisten machen davon auch Spaß. Das muss man einfach so sagen. Wer sich also die Zeit nimmt, dieses Spiel mit seinen Freunden im Kampagnenmodus durchzuspielen, der hat eine wirklich tolle Abwechslung. Und ich werde nochmal eben einen ganz kurzen Schnitt machen, um nochmal die Packung zu holen. Ach, da brauche ich ja keinen Schnitt zu. Um euch nochmal eben zu zeigen, was ich noch in der Packung gelassen habe. So, hier sind noch so ein paar andere Tokens. Das waren die Skills, die ich nicht benutzt habe. Hier eine Waffe, die ich rausgelegt habe. Guck mal, was da noch drin ist. Hier also die ganzen Bretter. Zack. Und dann hier die Aliens. Da noch mehr Helden. Hier Token. Die anderen Agenten. Noch mehr Miniaturen. Noch mehr Token. Und dann so ein Stapel Karten noch. Da sind sogar noch mehr. Also nochmal richtig viele Karten. Auch das Inlay hier von dem Ding. Übrigens schön gestaltet, das Plastikding. Alles hat seinen Platz.
Das hier ist ein Werbebuchlein. Also, an diesem Spiel, das möchte ich mal so sagen, ist nichts, aber auch wirklich nichts auszusetzen. Deswegen, eins meiner ganz seltenen, kauft es euch. Es macht wirklich richtig viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Enthusiasmus für das Spiel wie ich. Und wir sehen uns wieder bald in meiner nächsten Folge. Und ich verspreche euch, es wird kein weiterer Dungeon Crawler sofort kommen. Als nächstes kommt ein sehr aktuell gehyptes, so ein bisschen Worker-Placement-Spiel, auch mit ganz interessanten Mechanismen und wirklich außergewöhnlichem Material. Also, seid gespannt, was als nächstes kommt. Bis dahin, alles Gute, euer Nils. Tschüss.